Global Blockchain Ecosystem. Und schau mal, das Setting, das kommunikative Setting, ist in Reihe und Glied sitzend mit einer Bühne. Oh, ja. Ich guck dir aufs kommunikative Setting und sage dir, was du willst. Welcome to the Champions Big Part of Europe. Naja, aber jetzt zuerst einen. Vitamin D. Sonne ins Herz und TP hat mir Pflichtliteratur aufgegeben. Okay, ja, kenn ich doch. Das Fallbeil für Medienwissenschaft. Dirk Becker, 1997 in der Zeit. Sensationell. Hey, Hashtag Sokal. Text von Zeit geklaut, bei Google Drive reinkopiert, kannst du jetzt auch kommentieren. Hab viele Links reingemacht, bin noch nicht ganz fertig. Und auf Soundcloud gibt es, habe ich es vorgelesen und wow, da bin ich noch voll am Arbeiten. Ist Ploxa die letzte Äbtissin? Zwinglifilm. Ja, Link auch unten rein. Kann ich jetzt nicht machen, weil, hey, Wiki, Dienstag wird supermorgen. Warum die Professionellsten ihr Zunft nicht in ihr Zunft streiten, sondern immer erst bei Wikipedia? Ja, du, das habe ich in meinen 5 Punkten schon den Wiki-Gruppe 42-Typen gesagt, gell? Am Beispiel von Gender. Es ist ein Theater, das muss man nicht ernst nehmen. In ihrer eigenen Umgebung haben sie keine Chance, deshalb streiten sie bei Wikipedia. Ist okay. Hey, das Thema ist gewaltig. Ich versuche mich vorzubereiten auf morgen. Therese hat jetzt also gesagt, sie kommt um 10 Uhr. Ich versuche Fragen vorzubereiten und vorher Odi und Hicksmack und Philipp Meyer wird den ganzen Morgen mit dabei sein. Also, oh. Seit ich die Frage nach der Stimmberechtigung noch einmal provoziert habe, ist auf meiner Diskussionsseite noch einmal gefragt worden, was ist jetzt eigentlich dieses Wikidienstag? In dieser Diskussion wurde dann klar, dass der Nachfragende auch deshalb fragt, weil er mit Videos nichts anfangen kann. Er kann nämlich gar nicht hören. Das ist eben Inklusion. Und wenn es einen Ort gibt für Inklusion von Menschen, dann hat eben computervermittelte Kommunikation extrem viel anzubieten. Weil wird mir vorgeworfen, dass ich zu wenig Artikelarbeit mache. Als wüssten diese Administratoren nicht, dass ich weiß, dass jede meiner Aktionen ganz billige ein Punkt reinsetzen, ein Punkt rauslöschen, nicht fein säuberlich dokumentiert würde. Für solche Quatschänderungen bekommst du sofort Punkte in der Abstimmungsberechtigung. Aber wenn ich Typen hinterhersteige, die einfach Zeugs rauslöschen aus wichtigen Seiten und sich dann auf ebenso Relevanzkriterien, komische, dumme berufen, dann gibt es keine Punkte. Ja, ja, ja. Edit War bei Wikipedia. Warum ich mich da beteilige? Weil es die Stärke ist von Wikipedia. Hey, im Namen des Ärgers, der Wut und des Heiligen Zorns. Geht ihn in. Njam, 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 njam.